Die Landwirtschaft in Deutschland verursacht gegenwärtig massive Umweltprobleme. Viele Gewässer sind zu stark mit Nährstoffen wie Nitrat und Phosphor belastet. Wir beobachten seit Jahrzehnten einen Rückgang der Biodiversität in der Agrarlandschaft. Und die Landwirtschaft emittiert, je nachdem wie man bilanziert, 7 oder auch bis zu 14% der deutschen Treibhausgasemissionen. Sind die Landwirte schuld? Sie haben letztlich das getan, was ihnen jahrzehntelang geraten und über lange Zeit auch subventioniert wurde. Sie intensivierten die Produktion, sie spezialisierten sich und sie maximierten die Erträge. Und dadurch konnten sie Nahrung produzieren, die so billig war und die wir gekauft haben. Diese Nahrung ist aber auch nur deshalb so günstig, weil sie zum Teil auf Kosten der Umwelt produziert wird. Wir haben in der Agrarumweltpolitik die Probleme zu lange aufgeschoben, anstatt sie zu lösen. Die Verurteilung Deutschlands durch den Europäischen Gerichtshof wegen Verstoßes gegen die Nitratrichtlinie steht exemplarisch dafür. Unter diesem Strategiedefizit leiden auch die Landwirtinnen und Landwirte. So wie bisher kann es nicht weitergehen. Die Landwirtschaft in Deutschland braucht dringend eine verlässliche Zukunftsperspektive. Das gilt auch für den Ökolandbau. Dieser gilt unter vielerlei Gesichtspunkten als besonders vorzüglich. Es gibt aber auch valide Kritik an ihm, insbesondere was das Ertragsniveau angeht. Wie kann eine Zukunftsperspektive für den Ökolandbau in Deutschland aussehen? Das wollten wir vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau wissen. Und herausgekommen dabei sind Antworten, die nicht nur für den Ökolandbau, sondern auch für die konventionelle Landwirtschaft interessant sind. Ein ökologisches Feld hat eine hohe Bodenfruchtbarkeit. Das bedeutet eine lebendige Erde, die langfristig Erträge sichert. Aber auch Erosions- und Hochwasserschutz. Das ist zentral, da wir in Deutschland in Zukunft häufiger Perioden der Dürre und Hitze, aber auch stärkere Regenfälle erwarten. Die ökologische Landwirtschaft ist also eine wichtige Anpassung an den stattfindenden Klimawandel. Aus dem Acker gelangen auch weniger Pestizide und Stickstoff in die Umgebung, sodass Bäche und Flüsse und das Trinkwasser sauber bleiben und lokale Belastungsgrenzen nicht überschritten werden. Für die Biodiversität ist in Mitteleuropa eine vielfältige Kulturlandschaft zentral. Viele Ackerwildkräuter, Vögel und auch Insekten sind darauf angewiesen. Sie finden sonst überhaupt keine Lebensräume. Und viele ökologische Felder und Äcker und Wiesen sind daher wertvolle Habitate. Anders sieht's aus beim Klimawandel. Hier ist nicht das Feld die Bezugsgröße, sondern Klimagase wirken global. Man muss also schauen, dass man pro erzeugtem Produkt, also zum Beispiel ein Liter Milch, möglichst wenig Klimagase in die Umgebung entlässt. Bei bisheriger Datenlage sieht es so aus, dass sich hier Ökolandbau und konventionelle Landwirtschaft nicht unterscheiden. Ein weiterer Punkt ist die Gesundheit. Der Ökolandbau produziert nicht nur gesunde Lebensmittel, sondern setzt auch weniger Antibiotika ein. Diese Mittel gelangen dann weniger in die Umwelt und es entstehen weniger Resistenzen, sodass die Wirksamkeit für den Menschen erhalten bleibt. Insgesamt zeigt sich, die ökologische Landwirtschaft ist ein umweltfreundliches Produktionssystem, das auch viel zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen beitragen kann. Der Ökolandbau schont die natürlichen Ressourcen lokal. Er löst also viele Nachhaltigkeitsdefizite in Deutschland. Aber er hat weiteres Verbesserungspotenzial. So braucht er für die Ernährung einer wachsenden Menschheit deutlich mehr Grasland und Ackerfläche als die konventionelle Produktion. Er nutzt zwar das vorhandene bäuerliche Wissen vorbildlich, der besten Nutzung des wissenschaftlichen Fortschritts stehen aber teilweise veraltete Richtlinien im Wege. Und der Ökolandbau orientiert sich stark am Leitbild der Natürlichkeit und leider zu wenig am Leitbild einer umfassenden Nachhaltigkeit. Natürlichkeit ist aber für keine Form der Landwirtschaft ein transparenter und nützlicher Begriff. Was kann also gemacht werden? Erstens wird mehr Forschung für agrarökologische Anbausysteme Schwächen überwinden helfen. Deswegen muss sich die Agrarforschung ganz konsequent auf die Ziele der nachhaltigen Landwirtschaft ausrichten. Das hilft dem Ökolandbau, aber auch das hilft auch der konventionellen Landwirtschaft.
Zweitens sollte man kritischer mit veralteten Begriffen wie Natürlichkeit umgehen. So erhöhen zum Beispiel künstlich hergestellte essentielle Aminosäuren wie Methionin und Lysin die Futterverwertung bei Schweinen und Hühnern massiv. Das nützt dem Umweltschutz. Zweites Beispiel: neue chemisch-technische Rezyklierungsverfahren für Nährstoffe aus Klärschlämmen sind gemäß den Biorichtlinien heute nicht zugelassen. Sie würden aber die Kreislaufidee des Ökolandbaus massiv stärken. Die gesamte Landwirtschaft muss nachhaltiger werden. Die bisherigen Bemühungen reichen dafür nicht aus. Eine Verdoppelung des Ökolandbaus auf 20% würde schon viel bringen. Aber reicht das? In unserer Studie haben wir deshalb noch zwei weitere Szenarien modelliert. Einerseits einen weiterentwickelten Ökolandbau, den wir Öko 4.0 genannt haben. Dieser hat eine gesteigerte Produktivität, weil er den wissenschaftlichen Fortschritt besser nutzt. Zwei Beispiele dafür habe ich bereits genannt, nämlich die technische Phosphorrezyklierung und die Steigerung der Futtermittelverwertung. Bei Öko 4.0 wird aber streng auf eine umfassende Nachhaltigkeit nach den SAFA-Richtlinien der FAO mit 58 Nachhaltigkeitszielen geachtet. Und als weitere Variante haben wir eine stark verbesserte integrierte Produktion, die wir IP Plus genannt haben, gewählt. IP Plus nutzt den wissenschaftlich-technischen Fortschritt uneingeschränkt. Er beachtet aber, dass alle Maßnahmen risikoarm sind und dass sie zu den Nachhaltigkeitszielen der FAO beitragen. Zusätzlich nutzt IP Plus zahlreiche Techniken des Biolandbaus, wie eine vielfältige Fruchtfolge, einen hohen Anteil an ökologischen Vorrangflächen und Kleearten als Bodenverbesserer und als Stickstofflieferanten. Und hier die Ergebnisse der Modellierung. Der bisherige Ökolandbau schneidet bezüglich Umgang mit den natürlichen Ressourcen am besten ab und ist unschlagbar. Geht man aber von einer globalen Betrachtungsweise aus, die geprägt ist von einer stark wachsenden Nachfrage nach Lebensmitteln, fällt der bisherige Ökolandbau gegenüber 4.0 ab. Und die IP-Plus-Variante schneidet am besten ab. Die Deutlichkeit dieser Ergebnisse hat uns überrascht. Das zeigt, dass zwischen einem lokalen Ressourcenschutz und einer globalen Ökoeffizienz ein beträchtlicher Zielkonflikt besteht. Ökolandbau 4.0 ist deshalb ein erster Schritt, diesen Zielkonflikt zu überwinden. Die Landwirtschaft der Zukunft muss den Ansprüchen einer wachsenden Weltbevölkerung im Hinblick auf Ernährungssicherheit und Umweltschutz gleichermaßen entsprechen. Schwarz-Weiß-Denken im Sinne von Ökolandbau gegen konventionelle Landwirtschaft oder umgekehrt helfen da nicht weiter. Die vorgestellten Szenarien Ökolandbau wie bisher, Ökolandbau 4.0 oder IP+, sind sicher Teil einer Lösung und lassen sich auch gut miteinander kombinieren. Eine Schlüsselrolle spielt aber auch die Forschung. Mit der gleichen Energie, die wir bisher darauf verwendet haben, die Erträge zu maximieren, müssen wir nun die Nachhaltigkeit der Produktion steigern. Öko 4.0 und IP+ sind besonders stark darin, die Ökoeffizienz zu steigern, also die Umweltwirkung pro Kilogramm Getreide oder Liter Milch zu verbessern. Das sind wichtige Eigenschaften, wenn es darum geht, eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Eine Steigerung der Ökoeffizienz bedeutet jedoch noch nicht automatisch, dass es zu einer Entlastung der Umwelt kommt. Denn es bleibt dabei, die Produktion ist mit negativen Umweltwirkungen verknüpft. Konsumieren wir also einfach mehr, werden die Vorteile der verbesserten Produktion rasch durch die Nachteile des gestiegenen Konsums wieder wettgemacht.
Die landwirtschaftliche Produktion und der Konsum sind letztlich zwei Seiten einer Medaille. Steigern wir die Ökoeffizienz der Produktion, so erhöht das den Freiheitsgrad auf der Nachfrageseite, aber den grundsätzlichen Zusammenhang, dass die landwirtschaftliche Produktion nur so nachhaltig sein kann, wie es der korrespondierende Konsum zulässt, den können wir nicht auflösen. Wenn wir also die Umweltwirkung der Landwirtschaft reduzieren wollen, müssen wir nicht nur an der Produktion arbeiten, wir müssen auch unseren Konsum nachhaltiger gestalten. Und das bedeutet insbesondere weniger Nahrungsmittel wegschmeißen und weniger Fleisch konsumieren.